Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Origins mit dem Ralf. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Robin Hood gespielt, Essen für die Armen, das von der Polizei unglimpflich, konfisziert wurde, haben wir ihn zurückgebracht. Und hier versuchen sie wieder, die Leute mundtot zu machen, indem man die kulturellen Ereignisse hier mundtot macht, indem man einfach die Darsteller und die Skripte von Aufführungen entfernt, die einem nicht gefallen. Das ist Zensur und das können wir nicht erlauben. In diesem Sinne müssen wir mal gucken, dass wir hier aufräumen. Und das machen wir doch mal. Wo sind wir eigentlich hin? Dann unter. Ach, und da ist so ein Segel. Es bringt nichts, da schnell zu reißen. Hol ich mal lieber meinen Gaul. Oh. Bewegung, los! Warte! Andale! Ist da drin? Mal wieder in dieser Location, wo wir schon des Öfteren aufgeräumt haben. Komisch wie vor oder was es auch immer sein soll. Das war's. Stirb! Ach, stirb, du Sack. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ja, wenn es hier schwer bewacht wird, dann lassen wir doch einfach mal die Leute hier raus. Danke. Weg abschneiden! Die Götter segne dich. Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Stirb, du Sau! Deine Zeit ist fliehen sollen, als du noch konntest! Gib den Weg frei! Haben wir hier die Leute befreit? Was? Es? War der? Da oben! Was hast du hier verloren? Hey. Nicht so dumm! Was? Sollte der nicht langsam Bonnet sein, der Kerle? Komm mal her. Put. Ich könnte was zu essen vertragen. Oh mein. Der stirbt jetzt erst mal. Du wirst ewig in meinen Gedichten leben. Bring mich nur hier raus. Ja, nur Hudler. Also sorgt man noch für eine Unruhen hier. Die Götter segnen dich. Oh, zu stark. Hey, was? Helft mir mal hier drüben. Was, wo? So wirst du mir nicht entkommen. Immer mit der Ruhe hier. Tod, was du her? Müssen die sich immer einmischen? Du wirst ewig in meinen Gedichten. Schneller, großer Mann! Wir müssen eine Revolution beflügeln! Ja, Schnauze. Ach, kommt der jetzt runter? Hey, vorsichtig, großer Bursche!
Ja, hock dich da mal drauf. Ciao. Vielen Dank. Es gibt noch zwei von uns. Sie sind geflohen. Wohin denn? Darius Philakitai wollen sie töten. Sie sind mitsamt dem Stück auf dem Weg zum Palast. Gerät es in falsche Hände, ist Phanus in großer Gefahr. Wo sind die Darsteller? In ihrem Haus, nicht weit von hier. Sorge dich nicht um mich. Ich finde selbst zurück zum Theater. Oh, haben wir's nicht weit. Idiotin. Oran bulimi ti mechanesten. Morias paraskevasma da dudanestin. Oh lala, wieder durchs Färbebezirk durchrennen. Okay. Robin, muss mal wieder über die Brücke drüber. Eisendreck. Dann ist ja der hier sogar näher als der da, oder? Nein, nicht ganz. Ups. Geh da runter. Wo ist dieser verräterische Narr? Du findest diesen dreckigen Bettler. Los. Was? Ich glaube, er ist ein Darsteller. Mir ist egal, was er ist. Wir müssen ihn finden oder ich muss wochenlang die Stelle ausmisten. Wer guscht denn hier so laut? Wir gehen, junger Poet. Warte. Sollten hier nicht zwei von euch sein? Kapaneos? Er ist geflohen und führte versehentlich die Wachen zu mir. Sie jagen mich wie einen Hund. Wenn du dich um sie kümmerst, kann ich zu Phanus zurückkehren. Und unser Meisterstück lebt fort. Sei ruhig. Dann sind wir schnell hier raus. Natürlich. Ich bin so still wie ein... Mund halten. Da ist jemand. Du klettern? Jawohl. Weißt du, du entsprichst genau Phanus' Typ. Ich weiß nicht, wovon du da redest. Du bist der perfekte grübelnde Held. Welch großartige Geschichte, bis die Götter ihn eines Tages für seine Kühnheit bestrafen. Das hilft nicht weiter. Welch Tragödie es doch wäre. Ein jeder wäre zu Tränen gerührt. Also die Wegfindung in der KI ist manchmal ein bisschen komisch. Weil es das auch ein bisschen einfacher machen können. Der Rebell! Idiotin. Oran Wul. Feucht! Erbärmlich! Das wird einfach! Du, Herr! Du Gasflebes, ihr fettischen Hunde! Bist du müde? Da! Die sind doch hier gerade gespawnt, das kann doch nicht sein, hey. So, komm mit, Übele. Phanus erwartet dich. Gib den Weg frei! Stimmt nicht mit dir! Gib den Weg! Morias Palaske Vasma, da du da bist! Okay, muss ich einmal dran vorbei hier. Ach komm. Hier sollte ich vorsichtig sein. Was? Richtig?
Hier noch welche, da ist noch einer. Da. Das ist ein Haufen. Okay. Was? 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 Scheiße. Beschützt den Nebel dort. Kein schwerer Schuss. Zack, weg mit dir. Verdammt. Wir müssen aufholen. Da bist du ja. Was? Komm raus. Na los. Was? Komm nur her. Lauf du denn hin? Hey! Ja, put! Wunderbar! So einfach Gottes! Da liegt ein Blutbad und wir verbissen uns einfach. Ahnung, was war? Der Wind war's, genau. Oh, andere Richtung. Idiotin, oran bulimi di mi hanesteri raksale. Du wagst es? Du hast es geschafft, Bayek. Danke. Ich hab nie gezweifelt. Aya ist eine glückliche Frau. Aya hält sehr viel von deinen Stücken. Sie machte mein Pro-Kleopatra-Stück, meine Pharaonin. Nun können wir das Stück aufführen wie wahre Poeten. Vielleicht erschlagen uns die Wachen, aber ein Künstler muss seine Vision umsetzen. Irgendwann schreibe ich auch was über dich. Der letzte Magi. Nein. Keine Sorge, wir ändern den Namen des Schurken Ptolemäus und den Titel. Wir sterben nicht und das Stück wird weitergehen. Leichte Tweaks und es funktioniert. David Wolfenstein, wo sie das Hakenkreuz mit einem anderen Symbol übersetzt haben. Und es nicht Hitler ist, sondern Heiler. Eine Zensur bringt keine Liebe für das Volk. Also Herr Heiler. Nicht Heiler wie Heiland, sondern naja, egal. Wo waren wir? Was haben wir hier soweit alles gemacht? Ich sehe hier keine Nebenmissionen mehr. Vorläufig. Was? Der hat eine neue? Und der hat wieder eine neue? Leute, macht mich nicht wahnsinnig. Jetzt bin ich schon mal hier. Wo ist er denn? Da haut er ab. Vielen Dank nochmal. Jetzt werden diese Schweine meine Poeten. Bayek, es ist endlich Zeit, mit meinen Musen zu feiern. Solltest du nicht deine Darsteller beaufsichtigen? Wir müssen an meinem neuesten Stück arbeiten. Bayek, du musst kommen. Diese Feier überbietet hoffentlich meine eigenen in Siva.
Komm, Bayek. Das wird eine ausgezeichnete Nacht. Beeilen wir uns. Du wirst unser Ehrengast sein. Als ob das ich erinnere mich noch an die Feste, die wir in besseren Jahren in meinem Haus feierten. Ach, Erinnerungen. Sie sind jetzt nicht mehr so schön? Diese Philakitai ersticken unsere Feierlichkeiten. Sie verachten uns Poeten. Sie denken, sie kennen die Wahrheit. Du kennst sie besser. Natürlich! Wahrheit entspringt dem Chaos, nicht der Ordnung. Och. Wo rennst du eigentlich hin? Eskortieren ist das ja nicht wirklich. Das ist eher eine Verfolgungsjagd nur ohne Gegner. Aktuell. Das soll mir recht sein, dann geht es schneller. Hättest du hier nicht einfach hochlaufen können? Findung over 9000. Hey, Senno sieht etwas. Bayek, Gennadios Philakitai. Ich hätte wissen müssen, dass diese Flegel uns folgen. Dort! Von diesem Narren dort stammt das verräterische Geschwätz! Lass uns weitergehen! Oh. Auf dem Pferd ist man echt übermächtig. Da kommen sie wieder. Aus dem Weg. Elende Missgeburt. Was soll's? Aber die machen nichts. endlich mein Heim. Mach dich bereit, Bayek. Diese Nacht wirst du nie vergessen. Sie wird hoffentlich den Geschichten Ayas gerecht. Einfach grandios, Phanos. Bayek, komm. Betritt deine eigenen elysischen Gefilde. Folgt! Im Land der Wahrheit, Bayek! Deine Stücke werden jedes Mal besser. Mit deiner ersten Werkung hat sich einiges getan. Hier ist es. Hier erholen sich die Poeten Alexandrias. Warte. Hast du gehört? Gennadios! Seine Männer müssen uns gefolgt sein! Wir kümmern uns darum. Komm, hol die Klinge! Ich fülle meine Tintenfässer mit dem Blut dieser Metrokoites. Na, zum Glück ist es zensiert. Sie kommen, Bayek! Schicken wir sie zu den Göttern! Gennadios lässt dich grüßen, Phanos. Dein verräterischer Schund bringt dir den Tod! Gennadios kennt all dein Wirken. Du bist eine Pferde. Tag. Alter, lass mich da durch. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber gut, das nehme ich mal einfach mal mit.
War das schon an dir vorbei? So. Stören wir uns einfach bei der Feier. Sauerei hier. Geht doch nicht. Sind alle sicher, Phanos? Metrokoites, Sie haben meine Musen erschlagen. Drakon, mein Lieblingspoet, wird es wohl überleben. Es muss einen Weg geben, sie für immer aufzuhalten. Bayek, wir sind nun Blutpoeten. Dies ist unsere Chance, die Menschen aufzuwiegeln. Was immer nötig ist für den Frieden. Gib mir etwas Zeit. Ich rede mit meinen Leuten. Finde ihre Verstecke. Ja. Also ist der Plot noch nicht vorbei. Aber wir sind jetzt auch nicht weit weg von dem Plot, wie der hier weitergeht. Hat er was gesehen? Ach, und hier ist wieder was. Odyssee. Hört es überhaupt mal auf hier? Leckt mich am Arsch. Da denkt man, man hat die Nebenmission fertig in einem Bereich oder kommen immer noch neue. So, dann schauen wir mal, was uns hier jetzt erwartet. Phoebe, du bringst mich noch ins Grab. Ah, hat er was angestellt. Ich bringe dir die Erlösung. Keine Oliven mehr, keine Miete mehr für die Presse. Kümmer dich um das, was direkt vor dir liegt, du Schwachkopf. Nicht um das Wunder hinter dem Horizont. Aber was für ein Wunder, Mutter. Das weiße Gewand der Philosophen und damit auch Drachmen. Der Papyrus, den du verloren hast, ist was wert. Bist du auch sicher, dass es hier war? Ich hab es doch schon gesagt. Der Papyrus wurde mir gestohlen. Gib endlich zu, dass du ihn verloren hast. Er wurde mir gestohlen, Mutter. Keine Sorge. Ich hol ihn zurück. Ich werde dabei nur etwas Hilfe brauchen. Natürlich. Magi, ich brauche Hilfe. Mal wieder. Mein dummer Sohn hat meine Opfergabe in seinem Papyrus vergessen und mit ihm verloren. Ich kann mein Öl ohne den Segen nicht verkaufen. Nein, nicht verloren. Die Wachen nahmen es. Dieser Papyrus ist mein Leben, Magi. Diese Wachen gehen zu weit. Da sind alle meine Notizen drauf. Und sie warfen sie einfach auf ein Boot. Ich werde mir das mal ansehen. Und ich werde dein Opfer finden, Mütterchen. Meine Seele ist bekümmert. Die Wachen des Pharao haben noch nicht vergessen, was Tifibi getan hat. Ich finde einen besseren Weg, Magi. Sei unbesorgt. Südlicher Hafen? Eieieiei. Egal, da vorne haben wir ein Boot. Gas geben! Halt! Bleib stehen! Halt die Klappe! Jetzt muss ich vorsichtig sein. Da ist ein Taschen. Schatz? Irgendwo. Das muss das Boot sein, von dem Tifibi sprach. Vielleicht kann ich mich ungesehen reinschleichen. Was? Ich schlitze dich auf! Stirb, du Bastard! Warum sollte ich das unsichtbar? Die Wachen werden sich gut überlegen, ob sie Tifibi nochmal belästigen. Hm.
ist der Papyrus. Und die Opfergabe. Da werden sich die beiden aber freuen. Sollst da drauf gehen? Ach, der hat nichts. Wo denn? Wir segeln weiter. Und die Mission war jetzt aber so easy. Da sind wir. Jetzt beweise ich Ihnen, dass ich genauso klug bin. Hör doch auf mit dem Unsinn. Die Griechen werden dich nie akzeptieren. Doch werden sie. Ich werde bald Philosoph sein. Deine Opfergabe. Jetzt kannst du mit dem Olivenölverkauf weitermachen. Er macht mir ständig nur Sorgen. Das ist schwer zu verstehen, wenn man keine Kinder hat. Hab einfach Vertrauen in ihn. Er kommt zurecht. Und wieder eine Mission erledigt. Tja, bleibt die hier. Gehen wir erstmal hier hin. Ja, die Phylakis. Den mache ich auch irgendwann mal platt. So schwer kann der nicht sein. Bisschen Level up. Ach, bin's noch gewöhnt, dass man auf der Taste rennt. Jetzt habe ich so viele Assassin's Creed Spiele gespielt und da war das immer Rennen. Und dann mit dir, Bayek. Ups. Ups. Die Wachen sind überall. Bei Serapis. Ja. Wo ist dieser Magi? Nur er kann mir noch helfen. Dieser Mitchell macht jetzt an dieser Stelle Pause und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Die Götter sind nicht willkommen in Alexandria. Geht mir nicht rein. Ich bete, dass Amun mich rettet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mitchell, hier drüben. Wenn ja, lasst es mich doch gerne wissen in den Kommentaren, wie ihr das Game so findet. Und lasst mir doch gerne ein Like da, da würde ich mich ganz arg drüber freuen. Ansonsten könnt ihr uns unterstützen, indem ihr unsere Videos in sozialen Plattformen wie Twitter und Facebook teilt. Zudem, falls ihr es euch schon längst getan habt, ein Abo da lassen und die Notation Bell aktivieren. Ups. Und, ja immer sich das und, aber mittlerweile muss man es ja leider machen, kann man die Notation Bell, nachdem man sie aktiviert hat, nochmal einstellen auf alle News anzeigen oder alle Nachrichten anzeigen. Dann wird man auch nicht nur benachrichtigt, wann wir live gehen, sondern auch wann Let's Plays von uns online gehen. Oder auch sonstige Videos wie Best of oder vielleicht sogar irgendwelche On-Tour-Videos. So wie zum Beispiel mein Gamescom oder das Escape Room Video, das ich auch hier noch ganz herzlich ans Herz legen kann, wer es noch nicht gesehen hat. Ansonsten, danke fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge, ciao!